Hey Freunde, als ich letztens in Luxemburg war, habe ich ein paar 5G-Speed-Tests gemacht und holy moly, da sind echt krasse Werte rausgekommen. Was genau rausgekommen ist, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ganz viel Spaß! Ja, Freunde, ich weiß, dieses Video ist nicht auf demselben Qualitätsniveau wie meine anderen Videos, denn in diesem Video habe ich nichts mit der Kamera gefilmt, sondern lediglich meinen Bildschirm vom iPhone intern aufgenommen. Das heißt, ihr seht nur die Speedtests vom Display quasi direkt aufgenommen und nichts außenrum. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, hier einfach ein paar Drohnenaufnahmen von Luxemburg einzublenden, dass der Hintergrund nicht ganz so eintönig, in dem Fall schwarz wäre. Ja, ich hoffe, das stört euch nicht zu arg. Ich würde sagen, wir beginnen auch direkt mit dem ersten Speedtest. Und dann starten wir auch schon mal direkt rein hier mit dem ersten Speedtest. Wir kriegen hier schon wieder direkt richtig, richtig gute Werte raus. Wir sind auch aktuell im 5G in 78 Netz drin. Vom Netzanbieter Tango nennt sich der. Über Roaming mit Vodafone. Absolut gar kein Problem hier an der Stelle. Ja. Ich muss auch sagen, ich hatte in fast überall in Luxemburg City, also Luxemburg Stadt, 5G-Netz. Ja. Ich habe jetzt nicht genau nachgeschaut, ob ich überall auch 5G in 78 hatte oder DSS 5G, aber ich hatte auch an anderen Orten immer so zwischen 400 und 500 Mbits, also gehe ich mal schwer davon aus, dass fast überall in Luxemburg Stadt 5G in 78, also richtiges 5G gibt. Und das ist schon wirklich, wirklich krass. Ich meine, gut, andererseits ist Luxemburg halt nun mal auch ein extrem kleines Land mit ja ziemlich wenigen Städten und einer einzigen Hauptstadt, die auch nicht gerade wirklich groß ist, die sogar weniger Einwohner hat als meine Heimatstadt. Und da ist es natürlich auch ziemlich einfach, sehr gut und sehr breit 5G auszurollen, gerade in N78, was eine sehr geringe Reichweite hat, ist halt da wirklich gar kein Problem im Gegensatz zu einem größeren Land. Von daher ist es jetzt auch nicht so verwunderlich. Nichtsdestotrotz ist es halt wirklich ziemlich, ziemlich nice. Ich würde aber auch sagen, ich labere jetzt euch nicht weiter voll, sondern lasst einfach mal die Speedtests auf euch wirken und wir sehen uns am Ende vom Video nochmal. Ja, Freunde, das war's dann jetzt auch schon wieder von diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir sehr, sehr gerne mal einen Daumen nach oben da. Abonniert auch diesen Kanal gerne und aktiviert die Glocke, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder, die dann höchstwahrscheinlich wieder mit richtiger Kamera und professionellem Setup gefilmt werden. Und ja, dann würde ich sagen, bis dahin, macht es gut und ciao.